Der einzige steinerne Zeuge ist der Kirchturm von Graun. Alle anderen Spuren des Ortes sind im Stausee versunken. Einst gab es hier oben am Reschenpass drei Seen. Schon in der Donaumonarchie entstand der Plan, sie aufzustauen, mit einer Stauhöhe von 5 Metern. . 1950 wurde das Projekt von der italienischen Regierung tatsächlich realisiert, jedoch mit einer Stauhöhe von 22 Metern. Dadurch wurden 150 Familien zwangsenteignet und abgesiedelt. Mehr als 500 Hektar Kulturboden überflutet und 163 Wohnhäuser und landwirtschaftliche Gebäude zerstört.